Wir wollen natürlich die Position Bayerns und der CSU in Brüssel und in Straßburg formulieren. Da werden wir in einen intensiven Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern treten, weil es da auch um die Wahlbeteiligung geht, um das Mitmachen für den europäischen Gedanken. Wie wichtig sind die Kommunalwahlen für die CSU? Das ist ja die einzige Wahl, wo Ihnen vielleicht die Freien Wähler ein bisschen gefährlich werden könnten. Also die CSU konzentriert sich auf die eigenen Themen, die eigenen Kandidaten. Wir haben so viele Tausende, die sich bereit erklärt haben, für die CSU zu kandidieren. Nicht nur die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister, sondern natürlich auch die vielen, die sich für die Gemeinderäte, Marktgemeinderäte, Kreistage und Stadträte zur Verfügung stellen. Und da wollen wir als Parteizentrale natürlich Servicedienststelle sein. Da geht es aber vor allem auch um die Themen bei der Kommunalwahl, kommunaler Finanzausgleich, sehr erfolgreich in Bayern. Da geht es um Beteiligungsformen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Da geht es um den ländlichen Raum, um die Städtebauförderung und viele Themen, wo wir politische Rahmenbedingungen setzen können, von Bayern und vom Bund aus bis hin zu den sozialen Themen, Eingliederungshilfe, Leistungsgesetz, wo wir die Kommunen entlasten können, wo wir ein gutes Rüstzeug geben wollen als CSU, nicht nur Dienstleister als Parteizentrale zu sein, sondern natürlich auch mit den Themen gemeinsam mit der Kommunalpolitik Zukunft zu gestalten. Herr Scheuer, nach den Diskussionen der vergangenen Tage hätte man fast einen anderen Spruch auf diesem Plakat erwartet. Versuchen Sie jetzt ein bisschen die Wogen zu glätten? Wenn Sie in diese Richtung gehen. Ja. Wie auch immer. Warum soll die CSU Wogen glätten? Wir haben nie Wogen ausgelöst, sondern wir haben Positionen formuliert. Und deswegen geht es darum, in Kreuth kraftvoll ins Jahr 2014 zu starten. Die CSU hat die Positionen klar gemacht, die in der Großen Koalition wichtig sind. Und natürlich hat der eine oder andere sich im Weihnachtsurlaub befunden von unseren politischen Mitbewerbern und war überrascht, dass wir so sorgfältig und fleißig gearbeitet haben. Aber das stört uns nicht. Aber würden Sie den Satz nochmal so sagen, wie Sie ihn hier auch in den Leitlinien steht? Für Bayern und Deutschland stark in Europa, das ist ein hervorragender Satz. Sie wissen, welchen ich meine. Ich weiß nicht, welchen Satz Sie meinen. Fängt an mit Wehr an und fliegt, hört er auf. Aber Sie sagen ihn nicht mehr. Doch, wir sagen ihn, weil wir haben ihn weiter im Positionspapier stehen und das bleibt auch. Sagen Sie ihn nochmal. Wer betrügt, der fliegt. Und der Satz gilt, aber Sie müssen auch den Text, der dazugehört, ganz lesen. Und der deckt sich fast eins zu eins mit der Seite 108 des Koalitionsvertrages. Und wir sind gewohnt, klare Aussagen zu treffen. Und da scheuen wir uns auch nicht davor, in die politische Diskussion damit zu treten. Wenn Sie den plakatieren, diesen Satz bei der Europawahl beispielsweise, ist das dann ein Angstwahlkampf oder wie würden Sie den Wahlkampf dann beschreiben? Die CSU macht keinen Anti-Europa-Wahlkampf oder keinen Angstwahlkampf, sondern wir sind die Vernunft-Europäer. Wir sagen Ja zu Europa, auch in dem Zusammenhang Ja zur Freizügigkeit. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass nicht nur Institutionen auf europäischer Ebene unsere Zukunft bestimmen, sondern dass demokratisch legitimierte Politiker im Parlament Europapolitik machen. Und da haben wir ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger, dass wir sagen Ja zu Europa, aber wir müssen den eurokratischen Ballast abschmeißen. In der Debatte um die Vorratsdatenspeicherung hat de Maizière jetzt gesagt, die SPD hat da zwar so nicht gesagt, SPD, aber hat gesagt, die Partner müssten Koalition noch lernen. Wird es denn da genauso schwierig wie mit der FDP? Also alle müssen sich an die Große Koalition gewöhnen. Das sind bei allen drei Partnern aus CDU, CSU und SPD die einzelnen Fachpolitiker, die sich einarbeiten müssen. Ich empfehle auch nochmal den Koalitionsvertrag für den jeweiligen Fachbereich nochmal nachzulesen. Und da steht das drin, was die Koalition vereinbart hat in einem Vertrag. Und die CSU ist vertragstreu und deswegen erwarten wir das auch von unseren Partnern. Was hören Sie denn in der Zuwanderungsdebatte von der Bevölkerung? Was für Feedback bekommen Sie? Also der Zuspruch der Bevölkerung in der Debatte um die Armutszuwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme haben wir durchweg positive Rückmeldungen. Natürlich weiß ich auch, dass in den sozialen Netzwerken angeregt diskutiert wird, dass auch mal der eine oder andere Spruch unter der Gürtellinie fällt. Daran muss man sich als Politiker auch gewöhnen und da muss man dran gewöhnt sein. Aber die Zusprüche auch bei den Neujahrsempfängen und bei den vielen Gesprächen, ich war jetzt das ganze Wochenende auch unterwegs, sind durchweg positiv.
In der Debatte um Ronald Profalla wollen die Grünen einen Gesetzentwurf vorlegen, der eine Karenzzeit von 3 Jahren vorsieht für Politiker, die in die Wirtschaft wechseln wollen. Die Grünen sagen aber nicht, wovon der Politiker dann 3 Jahre lang leben soll. Was halten Sie davon? Das ist genau das Problem am Vorstoß der Grünen. Ist doch ein Unsinn, oder? Also man muss auch mal sehen, die Diskussion über Ronald Profalla ist ja auch gegründet auf Spekulationen. Wir haben ja überhaupt keine offiziellen Bestätigungen. Natürlich ist die Diskussion entbrannt und wenn ein Politiker, der ein hohes Amt innehatte, in die Wirtschaft wechselt, dann ist das ja nicht schlecht, sondern es regt auch dazu an, die politische Kompetenz in ein großes Unternehmen hineinzutragen. Und wir werden natürlich auch sehen, dass im Parlament daraus wiederum politischer Popanz gemacht wird. Herr Scheuer, man hört jetzt mit der Vernetzung der Kanzlerin auch und mit den vielen Streitthemen, die man hat, mit der Zuwanderung, mit dem Mindestlohn, wo man auch ein paar Sonderregelungen. Man redet von so einem kleinen, schwierigen Start der Großen Koalition. Oder verpatzt schon oder schwierig? Wie würden Sie das sehen? Also jetzt ist das Jahr gerade mal 7 Tage alt. Jeder kommt jetzt gut motiviert aus den Feiertagen und die CSU will auch motiviert in die Große Koalition starten. Wir haben den politischen Rahmen, ist der Koalitionsvertrag. Da kann sich jeder auch nochmal reinknien und nochmal ordentlich nachlesen für seinen Fachbereich. Die CSU hat es schon lange getan und deswegen haben wir Positionspapiere entwickelt. Und wir werden kollegial in der Großen Koalition miteinander umgehen, so wie wir es bei den Koalitionsverhandlungen auch getan haben. Natürlich gibt es neben dem politischen Rahmen des Koalitionsvertrags jetzt die Konkretisierung in den verschiedenen Positionen. Das ist ja nicht verwerflich, wenn jede Partei für sich diese Positionen festklopft und auch formuliert. Und dann wird es darum gehen, in Kollegialität zusammen mit CDU und SPD Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger zu finden. Die Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, erwarten, dass diese Große Koalition und die Bundesregierung jetzt schnell ans Werk geht mit vielen großen Projekten. Ob das der Mindestlohn ist, ob das die Pkw-Maut ist, ob das die Energiewende ist, ob das auch Themen der Vorratsdatenspeicherung und vieles mehr ist, europapolitische Themen zur Stabilität unserer Währung. Das sind große Herausforderungen und die Bürgerinnen und Bürger erwarten nach den langen Wochen der Koalitionsverhandlungen jetzt auch kraftvolles Regierungshandeln. Herr Scheuer, Sie haben die Energiewende erwähnt.